So Freunde, ich nehme euch heute mal mit. Und zwar gehen wir in die Sächsische Schweiz zu einer Kräuterwanderung. Und ich bin schon mega gespannt auf die Führung. Es ist eine geführte Wanderung. Und ihr dürft dabei sein. Also viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich bin Irina und ich bin heute unterwegs mit Kai für die S-Bahn Wildpflanzen und wir schauen heute, was wir auf unserer Wanderung Leckeres finden. Gehört mit dazu und nur um mal Richtung Staude zu gehen, grundsätzlich sind die Malvengewächse essbar und die Blüten sind eine unendlich schöne Dekoration in Speisen und aber auch für Desserts. Sie haben in dem Moment keinen großen Eigengeschmack, es ist eigentlich duftige, schöne, nur Blütenküche, vor allem fürs Auge was. Was aber hier nochmal spannend ist, vor allem die Malven, weniger die Stockrose, ist aber auch mit zu verwenden, kann man für eine Malvensuppe, und zwar ist das ein ägyptisches, regionales, richtiges Traditionsgericht, nennt sich Mohaki, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, und schmeckt ganz fantastisch. Ich habe auch einige Malven im Garten, lasse die einmal blühen und verwende dann die Blätter. Ist aber wirklich mit den Blättern. Mit den Blättern? Mit den Blättern. Man kann grundsätzlich auch die Stockrose nehmen, aber die Blätter sind stärker. Die Malve ist ein bisschen zarter und ist dann also angenehmer von der Konsistenz. Und ist halt leichte Kost für Sommer, für Hitze oder vielleicht mal so in anderen Pflichten, sondern es passiert auch mit vielen, vielen, vielen kulinarischen Projekten. Ja, ja, das mache ich noch. Ich weiß ja, wo es steht. Ja, eine Blume aus deren Same. Im Prinzip ist es so ein bisschen ähnlich wie Wegwarfer. Wenn man dort durchläuft, im Prinzip riecht alles danach. Wenn man auf der Autobahn fährt mit offenem Fenster an Leipzig vorbei und der Wind richtig steht, riecht man es aus dem im Auto heraus. Also so großflächig ist es. Es ist wie Wiese, wenn man dort durchläuft. Das Maiglöckchen hat grundsätzlich dieselbe Blattstruktur wie der Bärlauch, nämlich parallel laufende Blattadern. Mhm. Also es geht alles nach oben. Was aber der Bärlauch hat, er ist einkeimblättrig. Das heißt, aus dem Boden kommt an einem Stiel ein Blatt. Und das rote Öl aus den Blüten austritt. Das wäre auch in dem Moment sozusagen das Rotöl, was daraus entsteht. Grundsätzlich macht Johanniskraut macht Licht empfindlich. So. Ja. Und auch dort sieht man überall, wo sie in der Wiese noch ganz viele neue kommen. Wie wird der Mensch mal genannt? Da gibt es auch noch andere Namen. Das Problem ist, wenn es überhand nimmt und das Problem ist, wenn unser Organismus und unser Immunsystem aus irgendwelchen Gründen geschädigt sind. Genau, und da hat man so ein ganz frisches, schönes Kölbchen, was sich mega toll als Pfannengemüse macht. Ich mag es gerne, also, aber wie gesagt, das würde im Prinzip grundsätzlich einmal nochmal blanchiert werden und danach halt das Gemüse mit angereicht. Da war nach Ostern ein regelrechtes Loch, nenne ich es jetzt mal. Also ganz
Auferplan. Die Stiele, die strunkeln normalerweise im oberen Drittel nicht faserig sind und weil die eben so schön buschig sind. Ihr habt da noch so ein ganz kleines bisschen Zart. Nächstes Mal zwischen, also ihr könnt es auch gerne probieren, aber man allein was man sozusagen daran riecht, ist wahnsinnig schön, ganz zitrusartig. Es sind quasi nochmal offensichtlich wurde die Hecke frisch geschnitten und dann macht die quasi nochmal einen späten Maiwuchs. Der ist aber durch die Hitze trotzdem. Fühlt sich das für mich auch ganz auf einer schon mit Vitalität und Lebendigkeit. Lassen. Die Pflanze selber, Natternkopf, hat auch noch einen medizinischen Nutzen. Und die Blüten lassen sich aber durch ihre herrlich blaue Farbe grundsätzlich sehr, sehr schön zupfen und überall drüber streuen und verarbeiten.